Blitz ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der ersten Spielgeneration und ist eine der möglichen letzten Entwicklungsstufen von Evoli. Dabei ist Blitz ein mittelgroßes, vierbeiniges Pokémon, dessen äußere Gestalt gelbe, schwarze und weiße Farben aufweist. Das Fell mit Ausnahme des weißen Bereiches um den Hals ist gelb und die Innenohren sind schwarz. Das Fell ist am Kopf, Hals und Hinterleib eher von stacheliger Form und Blitzer besitzt einen rundlichen Kopf, auf dem zwei lange spitze Ohren zu sehen sind. Es hat zwei längliche schwarze Augen und eine sehr kleine schwarze Nase und einen ebenfalls kleinen Mund. Am Hals wächst dann wieder weißes mit Stacheln gespicktes Fell und statt eines Schwanzes ist sein Hinterleib auch mit mehreren verschiedenen langen und dicken Stacheln ausgestattet. Die Vorderbeine von Blitzer sind im Gegensatz zu den Hinterbeinen schlank, wobei die Hinterbeine ihrerseits über kräftige Oberschenkel verfügen und an den Füßen sind dabei jeweils drei Zehen zu erkennen. Und abschließend ist die shiny Form von Blitzer bei den eigentlich gelben Körperbereichen grünlich gefärbt. Blitzers kratzbürstiges Fell ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Fähigkeiten. Neben der Fähigkeit, scharf wie Nadeln zu werden, verstärkt sein Fell auch die elektrischen Ladungen, die durch seine Zellen produziert werden. Diese Nadeln dienen ihm im Kampf auch als Geschosse, wie man anhand der Attacke Nadelrakete sehen kann. Zudem kann es negative Ionen in seinem Fell erzeugen und speichern, Elektrizität erzeugen und damit auch einige elektrische Attacken ausführen. Blitzer wird dabei sehr selten in freier Wildbahn beobachtet und weist das gleiche Verbreitungsspektrum wie seine Vorentwicklung Evoli auf. Zwar bekommt man es wie Evoli häufiger in städtischen Umgebungen zu sehen, allerdings bevorzugt es als Lebensraum auch offenes Gelände wie Wiesen, Felder oder unbewaldete Berghänge. Die Entwicklung aus Evoli hat es statisch aufgeladen und zudem zu einem erstaunlich schnellen Läufer gemacht. Es entzieht außerdem der Atmosphäre Ionen, die es in Blitze von 10.000 Volt Stärke umwandelt. Lädt es sich mit Elektrizität auf, steht jedes einzelne seiner Körperhaare steil nach oben. Die negative Ladung der Ionen in seinem Fell ist auch die Ursache für das ständige Funkensprunggeräusch. Steht ihm das Fell zu Berge, ist das ein Zeichen, dass es gleich aus seinem Mund ein Blitz abfeuert. In seiner Nähe schlagen außerdem aufgrund der Ladung oft Blitze ein und Blitzers Zellen erzeugen ebenfalls schwache Elektrizität, die aber durch die statische Aufladung seines Fells verstärkt wird, sodass es auch auf diese Art und Weise Blitzschläge erzeugen kann. Sein Fell besteht aus messerscharfen Härchen, die als elektrisch geladene Nadeln fungieren. Es ist sehr nervös, daher haben Trainer es schwer, seine Zuneigung zu gewinnen, wobei Blitzers Stimmung ständig zwischen Wut und Trauer schwankt und dadurch wird dann ebenfalls Elektrizität erzeugt, wobei es diese einsetzt, wenn man es aus der Ruhe bringt und kleine Knäusel seines Fells abfeuert. Blitzer ist dabei eine der möglichen 8 Weiterentwicklungen des Normal-Pokémon Evoli, welche zusammen auch als Evolitionen bezeichnet werden. Innerhalb dieser Gruppe gehört es neben Aquana und Flamara zu den Evolutionen, für deren Entwicklung ein Evolutionsstein, in Blitzers Fall ein Donnerstein, nötig ist. Die gesamte Entwicklungsreihe von Evoli hat einen sehr ähnlichen strukturierten Körperbau. Der Körper und die Beine sind dabei schmal, der Körper hat eine fuchsartige Form und die Ohren und der Schweif haben stets ein zum Typ passendes Design und der Körper ist dabei dann immer anders gefärbt, entsprechend ihrem Typen, also im Fall von Blitzer, gelb. Und dabei sind die anderen Evoli-Entwicklungen, was die Evolutionssteine angeht, Aquana mit einem Wasserstein und Flamara mit einem Feuerstein. Bei Psyana und Nachtara entwickeln sich diese durch Freundschaft oder, also jeweils durch Freundschaft am Tag bei Psyana und Freundschaft in der Nacht bei Nachtara oder durch einen Sonnensplitter im Fall von Psyana oder einen Mondsplitter im Fall von Nachtara. Bei Fulipurbo und Glaciola ging es zunächst darum, ein Level-Up an bestimmten Orten, in Fulipurbas Fall Moosfelsen und in Glaciolas Fall Eisfelsen durchzuführen.
seit der 7. Generation, meine ich, oder seit der 6. oder seit der 8. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher. Auf jeden Fall hat sich das irgendwann gewandelt und auch Folipurba und Gaxiola entwickeln sich über einen Entwicklungsstein. Bei Folipurba ein Blattstein, bei Gaxiola ein Eisstein. Und Felinara durch ein Level-Up mit erlernter Fee-Attacke und zwei Herzen zutrauen in Pokémon Army oder in Pokémon Pause. Und seit neuestem auch nur mit Freundschaft und erlernter Fee-Attacke ohne die zwei Herzen. Und die Typschwächen von Blitzer mit dem entsprechenden Typen Elektro nimmt er halben Schaden gegen Elektroflug- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken, der Rest macht normalen Schaden. Ausnahme ist, wenn das Blitzer den Volt-Absorber hat, dann wird Elektro zu 0 mal Schaden, da wird es immun dagegen und kann sich sogar ein bisschen damit heilen.